aller Enden. Gottes und Marien Sohn, dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freude. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst, heute aus Teterow. Heute ist der Sonntag Kantate. Kantate hat den Namen daher, dass es ums Singen geht. Nicht, dass wir hier irgendwelche Kantaten singen wollen, sondern wir wollen gerne das aufnehmen, was der Wochenspruch für diese Woche sagt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Warum? Weil die alten schlechter sind? Weil es immer neue sein müssen? Nein, weil Gott Wunder tut. So ist die Begründung des Psalmbeters. Wir wollen darüber staunen, was Gott tut. Manchmal singen wir die alten Lieder. Manchmal sind es Klagelieder. Und manchmal müssen wir uns einen richtigen Ruck geben, um etwas Neues aufzulegen. Nicht nur neue Texte oder neue Melodien, sondern wir brauchen eine neue Blickrichtung, eine Blickrichtung zu Gott hin wieder. Die wünsche ich uns in diesem Gottesdienst, dass wir entdecken, wie er trotz oder gerade in dieser Corona-Zeit handelt, Wunder tut, bei uns ist. Gott segne uns in diesem Gottesdienst. Ich möchte gern für uns in diesem Gottesdienst beten. Lieber Gott, wir danken dir, du bist da. Du begrüßt uns und wir danken dir, dass deine Gegenwart auch über diese verschiedenen Möglichkeiten hinweg spürbar ist, weil du nicht an Raum und Zeit gebunden bist. Du bist auch nicht von unserer Technik abhängig. Und trotzdem ermutigst du uns und stärkst uns. Du willst, dass wir den Blick zu dir hinkriegen, dass wir dir die Ehre geben. Neue und alte Lieder dir zu Ehre singen. Das lass gelingen in diesem Gottesdienst. So segne uns miteinander. Amen.
und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir Geschwister, er ist unser, wir sind sein. Welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat, dass der Vater aller Geister, der der Wunderabgrund ist, dass du unsichtbarer Meister uns so fühlbar nahe bist. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist. Bist schon hier auf dieser Erde, kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Heute im Gottesdienst geht es um Wundergeschichten. Wunder, die wir im Alltag erleben, die die Jünger im Alltag erlebt haben. Und besondere Wundergeschichten habe ich euch heute zwei mitgebracht. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. So erreichen sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er laut zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Psst, sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel weg, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf dem Weg. Das war die erste Wundergeschichte. Da ging es um einen Menschen. In der zweiten Wundergeschichte, die ich euch mitgebracht habe, geht es um ganz viel Wasser. Aber ihr dürft auf der Gemeinde-App nachher mal gucken. Dort sind zu beiden Geschichten kleine Blätter. Die dürft ihr ausmalen oder raten. Und wenn ihr sie uns schickt, wieder in der Gemeinde-App, dann
planen bei euch wieder kleine Geschenke, wenn ihr Lust habt. Die zweite Wundergeschichte. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen. Sie sollten über den See nach Bethsaida fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er alleine auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen 3 Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorbeigehen, doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, sagte er. Ich bin's. Habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was da vor ihren Augen geschehen war. Das ist Bartimäus, gemalt von Kees de Koor. Nein, Bartimäus singt nicht aus voller Kehle. Er schreit, so laut er kann. Unschön für die anderen, die es ertragen müssen. Ganz rot ist sein Gesicht vor Aufregung, vor Anstrengung, vor Ärger. Denn alle anderen sagen, sei still, schrei nicht so laut, gib Ruhe. Nicht stören, nicht jetzt, wo Jesus durch Jericho nach Jerusalem zieht. Man will diesen Mann aus Nazareth hören, man will ihm herzlich willkommen heißen und man will nicht, dass er gleich von Anfang an so angeschrien wird. Man will hören, was der Mann aus dem Norden, aus Galiläa zu sagen hat. Man will ihm begegnen, so viele haben von ihm erzählt. Man hat schon so viel Wunderbares gehört. Er hat anderen so toll geholfen und es ist eine tolle Begegnung mit ihm. Gib Ruhe, Bartimäus, schrei nicht so laut, blamier uns nicht, sei still. So viele Pilger kommen den Weg von Jericho nach Jerusalem, nun auch Jesus, sei still. Nichts für dich, Bartimäus, du nicht. Aber auch Bartimäus hat von Jesus gehört, von dem Mann aus Nazareth, von dem Wundermann. Vielleicht hat er auf ihn gewartet, vielleicht ahnt er, dass er nur diese eine Chance hat. Vielleicht ahnt er, dass es jetzt oder nie gelingen muss, ihm zu begegnen und deshalb schreit er nur umso lauter. Deshalb gibt er keine Ruhe, deshalb lässt er sich nicht wegdrängen. Diese eine Chance lässt sich der blinde Bartimäus nicht verbieten. Immer lauter schreit er. Kees de Koor malt ihn so, wie wir ihn sehen, mit den Händen an den Ohren, nicht vor dem Mund, sondern an den Ohren, damit er sich diese zuhalten kann, damit er nicht von den anderen abgelenkt wird. Eine Chance hat er und die will er nutzen, die will er auf gar keinen Fall entgegenlassen. Das zweite Bild zeigt auch Bartimäus, ein Bartimäus, der es geschafft hat. Der es geschafft hat, zu Jesus zu kommen. Sohn Davids, erbarme dich meiner, so hat er ihm entgegengeschrien und so ist er vorgelassen worden. Was mögen diese Augen, die Kees de Koor so eindrucksvoll und groß und staunend darstellt, was mögen diese Augen wohl gesehen haben, nachdem er wieder sehen kann? Der Schreck steckt ihm noch in den Knochen, das ist deutlich zu sehen, der Schreck, ein Schreck, der immer da ist, wenn es geschieht, das Wunder, das Undenkbare, das Unmögliche, das Erhoffte nun endlich doch da ist, unerklärlich. Ihr Lieben, welches ist euer Lieblingswunder Jesu? Ist es der Mann aus Jericho, der sich nicht zur Ruhe bringen lässt, der seine Chance nutzt und der mit dem Schrei, Sohn Davids, erbarme dich meiner, zu seinem Ziel kommt?
Aber ich denke auch an den Mann, den Jesus am Schaftor in Jerusalem am Teich Bethesda besucht hat. Wir lesen in Johannes 5 davon. 5 Hallen sind da gebaut, voller Menschen, die krank sind und die auf Heilung hoffen. Dort begegnet Jesus einem Mann, der, so steht es geschrieben, 38 Jahre lang krank auf seiner Matte liegt. 38 Jahre, weil andere immer schneller sind, weil andere ihm immer eine Nasenlänge mindestens voraus sind. Denn man sagt von diesem Ort, dass wenn sich das Wasser in diesem Heilbad bewegt und wer dann zuerst hineinsteigt, dass der gesund werden könnte. Ein Mensch, der 38 Jahre lang in der Nähe dieses Wunders gelebt hat, ohne es zu spüren, so beschreibt uns Johannes diesen Mann. Weil er eben nicht schnell genug sein konnte, weil ein anderer immer schneller war, wie auch, wenn er nicht laufen konnte und auf andere, auf Hilfe immer angewiesen ist. Oder der andere, auch ein gelähmter Mann, Markus berichtet davon im 2. Kapitel, ein Mann in Kapernaum, der 4 Freunde hatte, die ihn einfach anpacken und mitnehmen. Und die in dem Haus, in dem Jesus ist, einfach das Dach abdecken und diesen Mann vor die Füße Jesu herablassen. Solche Freunde sollte man haben. Heilungswunder. Jesu, der Mann der Wunder, der auch helfen kann, als Lazarus an seiner Krankheit schon gestorben war und doch zum Leben zurückfinden darf. Aber Heilungswunder sind bei Weitem nicht das einzige Unerklärliche, was uns die Bibel über Jesus berichtet. Da waren die Stürme auf diesem gefürchteten See Genezareth. Und da war Jesus, der einfach zu Fuß zu seinen Jüngern in einer Sturmnacht, in der 4. Nachtwache, das so Morgengrauen, zu ihnen kommen konnte. Mitten durch den Sturm, die Menschen im Fischerboot, erfahrene Fischer um Petrus, waren der Meinung, es könnte ihr letztes Stündchen sein. Oder die Tausenden von Menschen, die einfach zum Abendessen geblieben sind. Die Jünger Jesu wenden sich an Jesus und sagen, schick sie heim, wir haben nichts. Und Jesus sagt ihnen herausfordernd, gebt ihr ihnen zu essen. 2 Fische und 5 Brote werden so lange verteilt, bis alle satt geworden sind. Und am Ende bleibt mehr übrig, als am Anfang da war. Jesus, der Herr über Krankheit, über Hunger, über Stürme. Keine Situation scheint es zu geben, die er nicht beherrschen kann. Jesus, der Mann der Wunder, so war er bekannt. Und deshalb waren die Menschen unterwegs zu ihm, um ihm zu begegnen. Und da ist noch dieses Wunder, das gar nicht so richtig passen will. Johannes berichtet davon und er nennt es das erste Wunder Jesu, eine Weinvermehrung, ein gerettetes Hochzeitsfest. Jesus macht aus Wasser Wein. Ein Wunder, das manchmal hinter vorgehaltener Hand mit einer lustigen Geschichte verknüpft, immer wieder auch zu einem Schmunzel verleitet. Ja, Jesus tut Wunder. Ganz verschiedene und mit ganz verschiedenen Herausforderungen und immer wieder mit Menschen, die sehr darauf angewiesen sind. Der Mann Gottes, es gibt keine Grenzen, nichts Unmögliches, nichts, was er nicht kann. Der Sohn Gottes geht über die Grenzen, weil er es kann und weil er es darf. Und das handelt ihm ganz schnell den Ruf ein, ein Wundertäter zu sein. Einer, der es kann, mehr als alle anderen. Und manchmal, so berichten es die Evangelien, manchmal muss sich Jesus zurückziehen, heimlich. Er muss heimlich weggehen von einem Ort, wo so viele Menschen auf ihn warten, um Ruhe zu finden, um Gebet zu haben, um mit dem Vater in Kontakt zu kommen und um einen anderen Ort zu besuchen. Ich stelle mir vor, wie schlimm war das für die Menschen, die in dieser Reihe standen und irgendwann mitbekamen, Jesus ist schon gar nicht mehr da. Nicht nur das Neue Testament ist voller wunderbarer Geschichten, auch Gott handelt im Alten Testament mit seinem Volk auf wunderbare Weise. Da gibt es diese Geschichte von der Sackgasse. Das Volk Israel, das geflohen aus Ägypten, geflohen in die Wüste am Roten Meer steht und plötzlich im Hintergrund schon die
die Schritte oder das Herannahen der ägyptischen Soldatenheer spürt und im Vordergrund sieht, es gibt keinen Weg. Gott bahnt ihnen einen Weg durchs Rote Meer. Mose darf das Meer teilen und das Volk darf trockenen Fußes in die Freiheit ziehen. Eine wunderbare Geschichte, die das Volk Israel bis heute tief in ihrer Seele geborgen hat und beherbergt hat und immer wieder neu eine Rolle spielt. Im ganzen Alten Testament wird darauf immer wieder Bezug genommen. Ich bin der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. An diesen Wundergeschichten der Bibel wird deutlich, wie nötig wir Menschen jemanden brauchen, der mehr kann, der mehr darf, der übers Wasser gehen kann, der Wasser teilen kann, der Krankheiten heilen kann, der Menschen satt macht und so vieles andere mehr. Ein Volk in der Sackgasse am Roten Meer, ein gelähmter Mann am Teich Bethesda, der 38 Jahre lang dort gelegen hatte, ein ganzes Leben dort gelegen hatte. Und so viele andere Menschen mehr durften erleben, Jesus kann, Gott kann Wunder tun. Lazarus war schon begraben und seine Freunde hatten einen wie Jesus nötig, um ihn zurück ins Leben zu rufen. Die jungen Leute, die Hochzeit gefeiert haben in Kanaan, hatten einen nötig wie Jesus, der ihnen das Fest ihres Lebens gerettet hat. Ihr Lieben, beim Betrachten der Wundergeschichten wird deutlich, fast immer ist eine Notgeschichte Ausgang für ein Wunder. Manchmal sogar eine lebensbedrohende Not. Ihr Lieben, Wunder Gottes, sie gehören zu Menschen, die in Not geraten sind. Wunder Gottes sind nicht das i-Tüpfelchen auf eine sowieso schon toll gelungene Gemeindefreizeit. Auf Tage, die vor Segen geradezu fröhlich strahlen. Wunder Gottes ist nicht das i-Tüpfelchen auf einen ohnehin gelungenen Tag. Sie machen einen großen Erfolg nicht noch größer, sondern Wunder sind Auswege in einer ausweglosen Situation, sind die Antwort Gottes auf eine völlig verfahrene Geschichte, sind Hilfe dort, wo kein anderer helfen kann, Wunder eben, unerklärlich und wunderbar. Über weite Wegstrecken unseres Lebens kommen wir ganz gut ohne wunderbare Geschichten aus. Und dann bricht es herein, das Unheil, wie der Sturm im See Genezareth über das Boot der Jünger hereingebrochen ist, so bricht manchmal der Sturm über unser Leben herein. Und dann schreien wir mit Petrus, der in dieser Nacht sich die Seele aus dem Leib schreit, weil er plötzlich Gespenster sieht. Oder wir schreien mit Bartimäus, der sich nicht beruhigen lassen will, der sich nicht zurücksetzen lassen will, der sich nicht verstecken lassen will, der da bleiben will, der nach vorne will, der Jesus begegnen will. Vielleicht sind wir auch manchmal still wie der Mann vom Teich Bethesda, der im 38. Jahr seiner Krankheit wohl alle Illusionen und Hoffnung verloren hatte, dass sich daran noch einmal was ändert. Ein Mann im Sanatorium in Bethesda, der auf die Frage Jesu, ob er denn gesund werden will, gar keine rechte Antwort weiß. Jesus verlangt von uns und er verlangt von den Menschen, denen er begegnet, eine ganze Menge. Mensch Jesus, was verlangst du von uns mit 2 Fischen und 5 Broten? Die reichen nicht einmal, damit wir 12 richtig satt werden. Sollen wir 1000 Mäuler stopfen? Was denkst du dir eigentlich? Ja, zu den Wundererzählungen Jesu gehört oft diese unbeschreibliche Not, diese ausweglose Situation, diese völlige Überforderung von Menschen, die oft in der Nähe Jesu sind. Der Mann am Teich Bethesda, der da 38 Jahre seines Lebens krank niedergelegen hatte, zweifelt wohl nicht an dem Können des Mannes aus Nazareth, aber er hat schon gar keine Bedürfnisse mehr, er hat schon gar keine Hoffnung mehr. Es ist ihm gar nicht mehr so richtig anzumerken, dass er so wie Bartimäus schreien würde, rufen würde, sondern er liegt da ziemlich anteilnahmslos. Er hat gelernt, damit umzugehen, dass das Wunder immer im Leben der anderen geschieht und nicht in seinem. Und nun geschieht es tatsächlich in seinem. Jesus sagt ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.
ein Wunder. Die Wundererzählungen, sie laden mich immer wieder neu dazu ein, Glauben und Vertrauen zu wagen. Glauben und Vertrauen zu wagen in die Macht Gottes, in die Liebe Jesu, in die Begleitung des barmherzigen Vaters. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Gebete aus dem Warschauer Ghetto. Ihr Lieben, wie viel Glaubensmut muss wohl hinter diesen Zeilen stecken? Ja, Jesus kann. Er kann übers Wasser gehen, er kann den Dämonen Befehle geben, einen 38 Jahre kranken Menschen die Krankheit beenden, Gespenster vertreiben und Stürme stillen. Gott kann seinem Volk einen Weg aus der Sackgasse durchs Rote Meer bahnen. Der Sonntag Kantate, den wir heute feiern, er lädt uns ein, gegen den Sturm anzusingen, Loblieder zu singen, weil Gott Wunder tut. So heißt es in diesem Psalm, der dem Sonntag seinen Namen gibt. Mag sein, dass wir sehr unterschiedlich miteinander singen heute. Mag sein, dass es dem einen sehr leicht fällt, über Gott zu singen und Wunder zu erinnern, die er erleben durfte. Und mag sein, dass es dem einen oder anderen sehr, sehr schwer fällt, der mitbekommt, dass die Wunder eigentlich immer im Leben der anderen geschehen. Weil gerade eben wieder Geduld gefragt ist und nicht das Wunder erlebbar ist. Weil unsere Sturmnacht noch nicht vorbei ist, weil wir noch nicht in dieser erhofften vierten Nachtwache sind, wo Jesus über das Meer zu seinen Jüngern zu Fuß kommt. Weil alles zu spät erscheint, so wie Maria und Martha es empfunden haben, als Jesus viel zu spät zu ihnen kam und Lazarus schon lange gestorben war, weil sie keine Ahnung hatten, dass die Kraft des Mannes Gottes auch hinein in das Reich des Todes reicht. Oder weil eine kleine Jüngergemeinde an der Aufgabe zusammenbricht, mit 2 Fischen und 5 Broten tausende Mäuler zu stopfen. Vielleicht fällt es uns schwer, heute Loblieder zu singen, weil die Wunder in den Leben der anderen geschehen, weil ich schon so lange darauf warte, dass Gott endlich eingreift und eine bestimmte Situation meines Lebens wunderbar löst. Und weil die Wunderbaren, denen, die das Gute erleben dürfen, sich dann auch noch über meinen Glauben Gedanken machen müssen. Der Sonntag heute lädt uns ein, die Stimme zu erheben, Gott ein neues Lied zu singen, Gott ein neues Lied zu widmen, weil er Wunder tut, weil er es kann und weil er ein wunderbarer Gott ist. Mögen wir unter uns, die es so erlebt haben, laut einstimmen lassen. Mögen die, die die Wunder Gottes in Erinnerung haben in ihrem Leben und das noch gar nicht so lange her ist, laut einstimmen und mögen sie die mitziehen und für die mitsingen, denen es nicht so geht. Mögen wir Verständnis haben für alle die, denen das Singen in diesen Tagen schwer fällt, weil sie erlebt haben, dass eben das Wunder noch auf sich warten lässt. Mögen wir miteinander die fröhlichen Wunder erleben und die hoffnungsvollen Wundererwarterer miteinander einen Chor bilden. Der Sonntag Kantate lädt uns dazu ein. Gott tut Wunder, aber. Vielleicht habt ihr darauf gewartet, dass da irgendwo noch ein Aber kommt, das Kleingedruckte, das Aber, das kommt. Aber Gott mutet den Menschen, denen er wunderbar begegnet, auch einiges zu. Lasst uns am Ende der Predigt noch kurz darüber nachdenken, dass Wunder im Leben derer, die sie geschehen, auch einiges herausfordern. Den Jüngern im Seesturm mutet Jesus eine Nacht lang Todesängste zu. Petrus mutet er zu, seinen guten Ruf zu verlieren, wenn er am Tage, da wo keiner fischen fährt, hinausfährt und auf Jesu Geheiß die Netze noch einmal auswirft.
Bartimäus mutet er zu gegen alle die, die ihn eigentlich stillhalten wollen und die ihm sagen, er soll nicht so laut sein, noch lauter zu sein und das durchzuhalten und auszuhalten. Dem Mann am Teich Bethesda mutet er zu, nach 38 Jahren, nach einem ganzen gelebten, kranken Leben aufzustehen und nach 38 Jahren etwas zu tun, was er so lange nicht getan hatte. Was mutet Jesus Christus uns alles in den Sturmnächten unseres Lebens zu? Bin ich nicht auch manchmal der Meinung, und seid ihr nicht auch manchmal der Meinung, er mutet uns manchmal zu viel zu? Nimm dein Bett und geh heim nach 38 Jahren. Fahr noch einmal hinaus, mitten am Tag, und fische. Gebt ihr ihnen zu essen mit 2 Broten und 5 Fischen. Was darf Jesus Christus mir zumuten? Was darf er uns zumuten, auch als Gemeinde? Ihr Lieben, Wunder sind keine Höhepunkte einer tollen Gemeindefreizeit, sondern Notausgänge einer verzweifelten Situation. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und es sind wohl nicht nur Loblieder und Anbetungslieder, Lieder, die die Wunder Gottes besingen und die Größe Gottes in tollen Texten wiedergeben, sondern auch Lieder, die einem zu Tode erschreckten, die einer erschreckten Seele aus dem Herzen kommen. Lieder, die die Notsituation in schwierigen Situationen wiedergeben und die nach Worten suchen. Lieder, wo Gerettete mit Hilfe suchen zum Chor werden. Mögen wir das als Gemeinde sein, ein Chor derer, die aus vollem Herzen mitsingt und manchmal auch für die mitsingt, die keine Stimme haben, denen das Singen im Moment nicht möglich ist. Lasst uns so neue Lieder miteinander erleben und sie auch füreinander und miteinander und zueinander singen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist eine Gemeindeaufgabe, das ist etwas für uns alle. Und mögen die einen auf die anderen Acht haben. Gott kann heute schon Wunder tun. Amen. Singe, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht, der wahre Morgenstern ist aufgegangen, Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Seele singe, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht, Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht, der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden
und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Wir haben diesen Gottesdienst erlebt und über die Wunder gestaunt. Wir wollen jetzt miteinander beten. Ich möchte gern auch für Menschen beten, die vielleicht in diesen Tagen kaum noch an Wunder glauben können. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Und treten vor dir ein für Menschen, denen im Moment vielleicht gar nicht zum Singen zumute ist, die von Corona betroffen sind, in ihrer Existenz, in ihrer Gesundheit, in ihrer seelischen Verfassung. Und wir denken nicht nur an die Menschen in unserem Land, sondern darüber hinaus an die vielen auf der ganzen Welt, ganz besonders auch in Indien. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Wir bitten dich um dein Eingreifen. Verändere unsere Welt und auch unsere Herzen. Schenk uns Heil und Hoffnung und deinen Segen. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten am Ende dieses Gottesdienstes. Wir wollen uns unter diesen Segen Gottes stellen. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Verlasse dich darauf, seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich. Und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf.